Im Mai 2011, letztes Jahr, war ich beim Training, letzte Vorbereitung vor dem Grand Prix in Falkensort. Und in der schnellen Linkskurve habe ich meinen Fuß verdreht und dabei einen kompletten Rücken eigentlich mit verdreht und da hat es die Bandscheibe rausgedrückt. Die ganze Saison eigentlich so durchbissen bis zum Schluss und dann hat man danach angefangen zu suchen, warum es eigentlich so schlimm ist. Der Plan war normal 2 Monate, 3 Monate vielleicht Pause und dann fahren. Und jetzt hat es halt 8 Monate gedauert, aber bei der ersten OP ist was schief gelaufen quasi. Die Ärzte haben einen Fehler gemacht, also von den Schrauben beim Einsetzen. Und das war eigentlich der Grund, warum sich das jetzt so lange jetzt hinzogen hat. Und im Winter jetzt dann, wo die ganzen Operationen waren und ich über Monate lang gar nichts trainieren habe können und gar nicht gewusst habe, wann ich überhaupt fahren kann, war es eigentlich psychisch dann wesentlich schwieriger, anstrengend, das zu verarbeiten. Ja, an einen Rücktritt habe ich nie gedacht, weil gut, man hat zwar nie gewusst, wie lange es sich ziehen wird mit den Schmerzen, bis es wieder geht. Aber aufgeben tue ich sowieso nie. He's a great rider, you know. He put a lot of effort in his training all the time, and most of the time he's trained with him by himself, so we don't hang out too much together. He likes to do his own things and made work on his way. So if it works for him, it's good, and nobody can complain. Ja, die ersten Runden auf dem Motorrad waren natürlich geil. Also wenn man so lange nicht mehr gefahren ist, für das, was man lebt, dann ist es natürlich ein super Gefühl. Und da tut es noch wesentlich weniger weh, wie es eigentlich tut, weil der Spaßfaktor wesentlich größer ist. Also der jetzige Moment ist somit die schwierigste Situation, wo ich bisher in meiner Karriere gehabt habe, weil man es immer die Ungewissheit hat, ob man wieder zurückkommen kann, ob man wieder da einsteigen kann, wo man aufgehört hat. Das, denke ich mal, wird es jetzt die nächsten Wochen bei den Rennen zeigen. Mein Comeback starte ich jetzt am kommenden Wochenende in Tensfeld und dann Ende Juli nochmal Deutsche Meisterschaft in Geildorf. Der erste WM-Lauf ist geplant dann Anfang August in Locket. Also da will ich dann wirklich wieder einsteigen und dann ab da wieder jedes Wochenende Rennen fahren bis zum Ende der Saison. Die Besonderheit an Max ist, dass er immer all die Jahre, egal ob er viel Erfolg gehabt hat oder weniger, ist immer noch ein ganz normaler Kerl geblieben. Mit dem Druck muss er umgehen können. Er spielt in der Profiliga und da gibt es immer Druck. Das ist eine Leistungsgesellschaft und am Ende des Tages zählt das Ergebnis und sonst leider nichts mehr. Side. When weather's right, come sailing.
das erste Mal fahren in Hensfeld ging eigentlich super vom Quali her. Ich habe schnellste Zeit gehabt, was eigentlich für mich relativ überraschend war, weil ja, Markus ist natürlich im Sand ziemlich schnell. Max ist auf jeden Fall einer der konsequentesten Sportler im Motocross. Respekt vor seiner Trainingsleistung, vor seinen Rennergebnissen, einfach das Training, was er macht. Was er macht, macht er zu 100%. Schön, wieder einen deutschen WM-Fahrer dabei zu haben. Fürs Cross der Nationen ist auch super. Mit Ken, Max und mir wäre natürlich super, wieder ein Podium vielleicht einzufahren. Für Max muss Priorität sein, in Deutschland Nummer 1 zu sein. Oder vielleicht sogar noch besser, dass er einen WM-Titel holt. Just leave it to one side. I'm on your side. An für sich der Fahrer, den man überhaupt unter Deutschland sich wünschen kann. Den Ehrgeiz, den Max aufbringt, muss man sich in Deutschland seinesgleichen suchen. Das wird schwierig sein. Und wie gestern dann im Training, erst haben sie alle gedacht, no, am freien Training, wo der Max, der hummelt da rum. Und dann hat Max halt eben dann mal in der Quali gezeigt, wo der Max auch herkommt. Aber ich denke, dass dann Max, wenn er da ist, dann ist er richtig da. Come sailing home, let the dark subside. Just leave it to one side. I'm on your side. Ja, ich bin ziemlich überrascht, wie gut es heute gelaufen ist. Ich hätte damit eigentlich nicht gerechnet, dass ich beide Läufe gewinnen kann. Ich komme mit einem super guten Gefühl jetzt heim, bin super motiviert weiter zum Trainieren, um mich perfekt für die WM-Läufe vorzubereiten jetzt. Es waren auch wieder super viele Fans hier, die mich unterstützt haben, weil nach der langen Zeit ist immer schwierig, wenn man zurückkommt, ob es alle noch da sind, aber es waren wirklich alle da. Und das gibt natürlich super das Gefühl und umso mehr Motivation weiterzumachen. Und einfach nochmal ein Danke an alle, die wo hinter mir gestanden sind für die lange Zeit, und war einfach super. Also der Rückhalt, ganz klar, der meiste war von der Freundin, weil die hat mich immer unterstützt, weil es war für sie auch eine schwierige Situation. Und dann natürlich auch von der Familie und die ganzen Fans im Internet, auf Facebook etc. haben alle Gutschriften geschrieben. Das motiviert einen und treibt auch einen an, weiterzumachen. Ich habe halt immer versucht, ihm die Hoffnung zu lassen bzw. wieder zu geben, dass die Schmerzen irgendwann aufhören und dass es irgendwann wieder aufwärts geht.